warst du auch beim Friseur. Ajo, ich habe Extensions gekriegt. Sehr wild. Heute machen wir Anfahren, Kurvenfahren und Gefahrenbremse. Ay gut, ab geht's. Das war ja perfekt, Wahnsinn. Danke, habe ich von meiner Mutter gelernt. Aber Max, kannst du mir mal deine Mama vorstellen? Die Hupen würde ich auch mal gerne zum Quietschen bringen. Was war das? Komm her, du Saftsack. Max, komm, wir müssen auf die andere Seite. Aber das Ampelmännchen ist rot, warte. Wieso soll das denn ein Ampelmännchen sein? Was? Na guck doch. Sag doch Figur oder Männchinnen. Was ist mit ihnen? Ihnen? Total ignorant, war ja klar. Frag mich doch erstmal nach meinen Pronomen. Was? Okay, und wie geht's ihren Pronomen? Machst du dich jetzt lustig? Nee, ich mach mich jetzt frisch, dann kann ich heute Abend ihre Tochter ficken. Oh, die kann sich löschen. Max, was stocherst du so im Essen rum? Schmeckt's nicht, oder was? Doch schon, aber irgendwie bin ich schon satt. Dann lass es halt stehen, aber halt gibt's nichts mehr. Mein Gott, für wen koch ich hier eigentlich? Sag mal, ich glaube, ich sehe nicht richtig. Wieso? Was ist denn los? Alter, hast du Essen weggeschmissen und jetzt machst du da Müsli. Du denkst auch, wir haben im Lotto gewonnen, oder? Na, das ist doch nur ein Snack. Doch, snack doch mal Schlappe. Scheiße, wir haben die Oma ja auch vergessen. Saftzeug, kann ich mich einfach auf Mallorca vergessen? Was schwimmt denn da vorne? Na Gott sei Dank, Oma, du bist auch noch hier. Nimm mich bitte mit. Wie Oma, wer bist denn du? Na, ich bin's, Max. Ach so, klar, Max. Also Oma, helf mir hoch. Wie Oma, wer bist denn du? Na, immer noch ich bin's, Max. Ich kenn keinen Max, mach dich ab. Gott sei Dank hat die Nummer funktioniert. Mit der Marlene auf dem Boot halt ja kein Mensch aus. Sag mal, was kosten die bescheuert Mütze? Kostet 20 Euro. 20? Die Fälschung erkennt die Blinder, selbst wenn ich die Mütze im Auto lasse. 5. 15. 15? Die Mütze ist doch kaputt, eigentlich krieg ich von dir 15. 20. Gut, gib mal 20 und ich nehme alle Mütze. Okay, gekauft. Wird aber schwierig mit dem Transport. Gehört der Audi dir? Ja, ist meine. Gut, behalte die 20. Ich nehm's Auto. So schnell hast du 20 Euro plus gemacht. Ciao. Super Geschäft, ich kann's einfach. Ach du Scheiße, mir haben verpennt. Was? Wie spät ist es? 10. In 30 Minuten geht der Flieger. Beeil dich. Was ist, wenn wir was vergessen haben? Quatsch, was wir jetzt vergessen, kann nicht wichtig sein. Abfahrt. Wo sind denn alle? Arschbombe-Wettbewerb. Wer am höchsten spritzt, hat gewonnen. Wir springen vom Dach. Rudi, lass die Hose zu. Es geht ums Poolwasser. Ich zuerst. Saftig. 4 von 10. So, ich bin dran. Stabil. 8 von 10. Macht euch gefasst. Oh je, ich klar. Oh. Oh, das brezelt. Wer hat denn den Pool verschoben? Minus 2. Und das Einzige, was verschoben wird, ist der Kiefer. Emo Sanitäter ans Becken. Irgendein Perversling macht doch hinten die ganze Zeit Fotos. Mach es immer was. Jawohl, ich nehme die Ermittlungen auf. Hallo Mäuschen. Boah, das Bild ist sogar unscharf, scharf. So, hab ich dich. Machst du etwa Fotos von den Damen? Das wird Konsequenzen haben. Es tut mir leid. Ein Glück, dass ich hier eingreife. Zeig her, lass mal sehen die Bilder. Klar, schau mal hier. Ui, Memo. Und die erst. 50 Euro für die SD-Karte. So Mädels, Karte ist beschlagnahmt. Ihr könnt euch wieder entspannen. Und ich spann weiter. Max, ich muss zum Spiel. Mach bitte die Wäschmaschine an. Ich habe keine Zeit. Das mache ich mit links. So, ich gehe jetzt. Hat's geklappt mit der Wäschmaschine? Hab mich echt bemüht, aber ich glaube, da besteht kein Interesse ihrerseits. Hä, was? Was denn da los? Das stinkt ja alles noch. Wie hast denn du die angemacht? Na so, schau mal. Na Waschmaschine, du auch hier Bock auf einen Kaffee? Schau, keine Reaktion. Dein Hirn braucht definitive Schleudergang. Die Wäschmaschine soll ich dir mal von innen präsentieren. Ich spiele ein bisschen Bumerang. Wir haben doch gar keiner. Na klar, doch, natürlich. Alles klar, viel Spaß. Geh mal nicht auf den Sack. Na dann erstmal ein Schlachtruf. 2 Kilo Milch, 2 Liter Glück. Bumerang, komm, zu mir zurück. Idiot, wieso grinn ich in der Frisbee in die Fresse? Das ist mein Bumerang, was liegst denn du da auch im Weg? Jetzt reicht's. Max, komm rein, mach doch mit. Was macht ihr denn da? Eiwassergymnastik, komm. Okay, alle bereit, dann holt mal eure Nudeln raus. Bin bereit. Moment, es klemmt. Okay, los geht's. Achtung, jetzt zitter all. Ich hab ne. Au, lass los. Boah, wie ekelhaft, schnell weg. Ist das widerlich. Max, creme dich bitte in, aber sei sparsam oder soll ich da helfen? Gut, wenn's sein muss, ich kann das. Gut, alles klar. Ich brauche auch noch. Samo, wieso ist denn das Ding leer, Max? Was ist los? Ey, was ist denn mit der Sonnencreme passiert? Keine Ahnung, also bei mir wirkt sie. So, da sind wir. Willkommen bei der McDonalds, Ihre Besteller. Was willst du denn haben, Oma? Ach, sind wir schon da, ich nehme Rotwein. Habe nix hier, der Rotwein. Hast du gehört? Dann der Weißwein. Nimm einfach Cola oder Fanta. Kunde ist König. Hier gibt's kein Wein. Ach so, ja, aber schrei doch deine alte Mutter nicht so an, das verletzt mich. Tut mir leid, also was willst du? Ach, sind wir schon da, ich nehme Rotwein. Hab ich Rotwein gehört? Ich würde auch einen nehmen. Aber warte, ach, leck mich doch, ne Fahrer hin. Max, tut mir echt leid, dass wir dich auf Mallorca vergessen. Mach halt den Bootsführerschein oder so. Nee, was machst du denn hier, Max? Du hast doch nicht mal das mit dem Auto hinbekommen. Warum bist denn du so optimistisch? Das heißt pessimistisch. Du machst die Zahnpasta auch von hinten auf, oder? Das Einzige, was ich von hinten aufmache, ist deine Frau.
Rudi, komm, es tut mir leid, ich meinte das nicht so. Das war echt gemein, egal, komm, gib Gas. Okay, let's go. Oh ja, das war mal der Rückwärtsschwimmknopf. Rudi? Max, die Luftmatratze passt nicht mehr rein. Die brauche ich aber unbedingt. Nee. Die Matratze kommt mit oder ich bleib da. Ach komm, gib her. Achtung, Oma, wird eng. Ah, was soll denn das? Ach, stell dich nicht so an. Hey, jetzt ist mein neues Gebiss verrutscht. Klasse, Max. Wehe dir, haben wir der Oma den Kiefer verschoben. Was? Wieso? Wehe deiner Luftmatratze. Wieso deine Luftmatratze? Die kann von mir aus da bleiben. Schon ganz schön dunkel, Max. Am besten nimmst du die Taschenlampe mit. Hi, bin der Neue, Rudi Rüffel. Wow, du siehst aus wie der letzte Fahrlehrer und euer Name ist fast gleich. Wir haben den gleichen, aber ich habe einen Sprachfehler. Wir sind Brüder. Hier haben wir unsere Eltern kennengelernt. Das macht irgendwie keinen Sinn. Doch, natürlich, fahr mal. Der Onkel von meiner Tante ist der Bruder von meinem Bruder. Was redest du? Du bist ein Betrüger, du bist Rudi Rüssel. Ach shit, bitte verrat mich nicht, ich brauche den Job. Ah, war nur Spaß, ich glaub dir, dass du der Bruder bist. Alter, so dumm kann keiner sein, ich geh mich selbst anzeigen. Was für ein Ding? Bitcoin? Ja, dann kauf halt mal 30 Stück. Ich zahle nochmal mit Paypal. Warte mal. Max, hör auf mit dem Rumgejodel. Ich jodel überhaupt nicht, ich sing. Ist mir egal, ich bin am Telefonierer. Wenn du singen willst, dann geh zu der Bremer Stadtmusikante. Was? Okay, und wo finde ich die? Keine Ahnung, irgendwo in Bremen halt. Oh, wo ist denn der Max? Wir müssen los. Max, wo steckst denn du? Ich bin in Bremen vorm Weserstadion und such die Stadtmusikanten. Wieso? Oh, Junge! Super, ich glaube, sie freut sich für mich. Max, probier's halt mal als Maxim. Ich denk, dann bestehe. Grüß dich, Wow, wer bist du denn? Ich bin die Maxim. Hier steht gar nichts von der Maxim, aber schnall dich an, das wird ein wilder Ritt. Aber das ist doch gar kein Pferd. Hast recht, Puppe, ist ein BMW. Brüste mit Warzen. Ich glaube, das wird mir ein bisschen zu intim. Aber wir sind doch ein Team. Komm, Süße, nimm mal den Knüppel in die Hand. Okay. Das ist die Gangschaltung. Oh mein Gott, ich wusste, es war eine scheiß Idee. Ich kann das nicht. Ich geh kurz. Ach egal, im besten Fall komme ich wieder zurück. Okay, Schatz, komm. Was machst du an meinem Handy? Verrat mir mal, warum du so vielen Mädchen auf Insta folgst. Das sind doch nur Leute aus meiner Klasse. Also bist du mit denen befreundet? Man versteht sich eben ganz normal. Ach, man versteht sich. Wieso likest du Emilys Bikini-Bilder? Na, sie liked meine Bilder auch. Na, dann heirat sie doch. Jetzt beruhig dich mal. Und wieso schreibt dir ein Big D Jeremy, wann kann ich meine Aubergine bei dir einlegen? Der ist in meiner Klasse, lass ihn. Scheint sich aber gut mit ihm zu verstehen. Oder seid ihr etwa zusammen im Kochkurs? Oh, das ist was völlig anderes. Lass mich. Ja, genau. Das dachte ich mir. Samu, ist Stromausfall oder warum bist du nicht am Zocken? Ich geh zu einer Freundin. Aha, da hab ich schon bessere gehört. Hey Mauri, komm rein. Aber die Tür bleibt auf, dass das klar ist. Was hat deine Mutter denn? Die Hände bleiben über der Decke, ja? Mama, bitte geh raus. Bin schon weg. Du sag mal, Mauri, hast du Bock auf Nudeln? Wusste ich's doch. Okay, jetzt rein. Ist was? Ach Max, dein neuer Schreibtisch ist krumm. Du brauchst doch bestimmt Hilfe, oder? Ach nee, lass mal. Ich kann das alleine. Bin ich mal gespannt. Ich hätte da geholfen. Ich habe dich gewarnt. Quatsch, für sowas habe ich ein gewisses Händchen. Vertrau mir. Alles klar, wie der Mensch. Und wie läuft's? War echt einfacher, als ich dachte. Gefällt's dir? Hey, das ist ja alles noch im Karton eingepackt. Ach, scheiß drauf. Du? Max, was ist los? Ja, heute ist ja Ostern und alle anderen suchen was. Darf ich auch was suchen? Klar, du da keinen Zwang an. Such doch was. Das ist ja total cool. Ich fang gleich an. Hier war nix. Manu, da auch nicht. Jetzt würde ich dann doch gern mal was finden, so langsam. Du, ich hab echt keine Lust mehr. Ich finde nichts. Jetzt sag mir mal, was genau suchst du eigentlich? Mein Ostergeschenk. Ach so, ich wusste, ich hab das ja was vergessen. Ich hab gar nichts versteckt. Sorry, Max. Nee, oder? Also Melanie, fange mal an. Ich habe nicht die ganze Dartzeit. Okay, die größte Becherpyramide in 3 Minuten. Wir beginnen jetzt. Alter Schwede, ist das anstrengend. Noch 1,5 Minuten. Ich hab so Durst. Noch eine? Das ist jetzt schon ein Rekord. Brauch Wasser. Da geht noch was. Ich brauche einen Becher. Hiermit sind sie leider das... Geh sie mal los, ich melde Versuch einfach neu an. Max! Ja, Max, alle gute Dinge sind 13. Ach du Scheiße, das wird nix. Hallo Max, wir fahren direkt los. Okay, super, heute schaffe ich's. Wenn das mit dem Abstand halten weiterhin so läuft, dann nicht. Denk dran, im halben Tacho. Ich glaube, ein Stückchen geht noch. Halt an, du fährst einen halben Meter hinter dem mit 120. Passt doch, der Tacho ist so lang und davon soll ich die Hälfte nehmen. Alter Schwede, ich brauche jetzt eine Saskia. Oh, wenn du mit der fertig bist, schickst du gern zu mir. Ich meine das Wasser. Du bist echt ein Langweiler. Und du bist durchgefallen. Jungs, ich geh paar GTI-Fahrer abziehen, dann komm ich wieder. Benehmen euch. Jo, viel Spaß. Alles klar. Oh, das sag ich der Mama. Ey, bitte sag's nicht. Das gibt so ein langes Fernsehverbot. Bin wieder da. Mama? Ich muss dir was sagen. Du bekommst doch meine 5 Euro. 10. Was ist dann? Ach, ist egal. Als ob ich dich verraten hätte. Mama, Mauri hat die blaue Vase kaputt gemacht. Hä?